aus bis zum Eingang. Machen wir erstmal ordentlich mal wieder ein bisschen was. Nehmen wir mal die ganzen Reihen hier weg. Mir bitte mal Dreck runter. So, also bis hier erstmal. Schon gleich voll. Schade, dass die ganze Fläche nicht so einfach und schnell geht. So, haben wir das Stück schon mal. Bringen wir mal schnell weg, die erste Ladung. So, Sand hier rein. Dat, 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 dat und dat weg. Doch erstmal hier rein. Yep. So, mal gucken, ob wir noch eine zweite Inventarladung vollkriegen. Sobald wir hier an der Küste sind, müssen wir da hinten unbedingt diese fliegenden Blöcke wegmachen. Wenn ihr mich fragt, sind das Holzreste von einem Feuer oder sowas? Keine Ahnung, wieso die da rumschweben. Die haben aber dort schon immer rumgeschwebt. Das ist wohl ein Fehler in der Weltengeneration, aus der Version, wo diese Ecke wohl herstammt. Schade, dass die einzelnen Chunks nicht auch noch ihre Versionsnummer speichern. Dann könnte man genau nachvollziehen, woher welche Ecke stammt. Hier ist
wieder die Höhle. Dann geht ihr hoch, ihr runter. Damit ist die gut zugedichtet. Ja, ab hier wird es dann noch überall etwas höher. Ah, wir haben ein schönes Stück jetzt noch wegbekommen. Ja, schon eine richtig große Fläche. Kriegen wir auf jeden Fall heute noch weg. Doch jetzt noch nicht untergehen. Los, gib Gas. Die letzten Blöcke hier noch. So. Puh, und jetzt schnell zurück. Ja, haben wir doch gut hinbekommen. So, oh Gott. Hat sich ja wieder eine schöne Gruppe angesammelt. Oh ja. Ich muss so eine Creeper-Gruppe da auch noch sitzen. Erstmal die Knochen hier holen. Und die Knochen. Da sind auch noch Knochen. Braver Creeper. So, haben wir die Monster-Apokalypse schon mal wieder abgewendet. So, da die Fläche jetzt ja nicht mehr wirklich groß ist, kann man hier auch 4 wegnehmen jetzt. Zumindest bis wir hier wieder auf einer Länge sind.
hat uns noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, wie viel Steine wir später im Müllschacht haben. Da wird doch bestimmt eine ganze Menge drin liegen. Da liegt noch ein Erfahrungskügelchen. Aber ich glaube, jetzt werden wir wirklich nicht mehr sehr viel Sandstein hier rauspopeln können. Da leckt es mal kurz und schon habe ich ganze Wände aus Versehen abgebaut. So. Auf jeden Fall war dieser Berg vollgestopft mit Kohle. Eine interessante Form. Na super. Wenn man mal Dreck gebrauchen könnte. Naja, wir wissen ja, wo es liegt.